von manchen damals zum Release vor circa 2 Jahren als neues World of Warcraft bezeichnet worden und jetzt könnte sich diese Prophezeiung vielleicht sogar erfüllen. Die Rede ist von Ion, welches jetzt auf Free-to-Play umgestiegen ist. Eine wirklich gute Entscheidung, wie ich finde. Und deshalb werde ich mit meinem alten Account wieder in das Spiel eintauchen. Ich hatte einige Charaktere am Max-Level von 55. Doch bevor es losgeht mit meinen High-End-Charakteren, widme ich mich mal der Charaktererstellung. So fängt das Spiel an und so kann ich auch einiges dazu erklären. Wir landen bei der Charaktererstellung in einer ersten Auswahl. Wir müssen uns entscheiden zwischen den Asmodian und den Elios. Das sind die Bösen und das sind die Guten. Passend dazu ändert sich auch die Musik. Ion ist auf PvP ausgelegt. Im High-End sowie während dem Spiel in den verschiedenen Zonen gibt es praktisch immer auf der Map die eine Seite, wo die Guten starten, die andere Seite, wo die Bösen starten. In der Mitte ist die Map ein wenig zerrissen und dort geht's dann los. Also, wenn man sich einmal für eine Fraktion entschieden hat, kann man mit dem Account keinen anderen Charakter mehr erstellen. Ich kann jetzt mal beispielsweise mit den Asmodian eintauchen. So, da wird mir noch einmal kurz gesagt, ihr habt einen Asmodia ausgewählt. Ihr könnt nicht mehr zum Elios-Charakter wechseln. Dieser Entscheidung bin ich mir bewusst. Und jetzt bin ich hier bei den 4 Hauptklassen. Den Krieger, den Speer, den Magier und den Priester. Diese sind nicht geschlechtsgebunden und ich kann mir einen Krieger sowohl als auch eine Kriegerin erstellen. Speer und Speerin. Magier genauso wie die Magierin. Und dann Priester und Priesterin. Hier schön mit High-End Equipment, dass man sieht, was einen Spieler später mal erwarten wird. Und mit richtig feinen Animationen. Zur kleinen Einleitung sieht man auch hier gleich, auf welche Werte großer Wert gelegt wird. Der Krieger natürlich mit Stärke und Gesundheit startet hier gleich vorrangig. Ein Speer ist präzise und agil. Und um mal die Character Designs herzuzeigen, gehe ich gleich mal weiter zur Charaktererstellung. Hier werden sicherlich schon einige Leute verzweifeln, denn es gibt hier so viel Umfang, dass man eigentlich gar nicht weiß, welchen Charakter, wie man sich seinen Charakter zurechtrücken möchte. Einem wird geholfen, indem man hier schon vorgefertigte Designs hat, zum Beispiel ein ganzer Kopf gleich von oben bis unten inklusive Frisur designt. Ja, Avatar lässt grüßen, bei diesem Skin zum Beispiel. Aber man kann das Ganze auch natürlich manuell anpassen und hier von der Frisur, Gesicht, Merkmale wie zum Beispiel ein Schönheitsfleck, ein Muttermal, ein Leberfleck, eine kleine Narbe. Es gibt Schmuck in Form von Tattoos und diese kann ich mir dann abspeichern als verschiedene Soja-Profile gibt es auch noch. Und diese sind dann hier eben abgespeichert, die verschiedenen Charakter aussehen. Dann noch die Statur. Ich kann mich ganz schlaksig machen, ein ganz dünner Körper, ganz groß, dafür ein Riesenkopf. Eine athletische MMORPG-Braut, eine schlanke Spielerin, eine kleine Spielerin. Hier ist wirklich alles möglich und man kann von oben bis unten, also ich habe selten, ich habe schon viele Charaktererstellungen gesehen, wo man, naja, recht viel anpassen kann. Aber allein wie viele Regler es hier gibt, also ja, da könnte durchaus der ein oder andere um Hilfe rufen bei so vielen Auswahlmöglichkeiten. Aber um die Charaktererstellung geht es ja nicht, da soll sich jeder Spieler selbst seinen eigenen Helden erstellen. Nur mal als kleine Einleitung, ich sag mal, eine halbe Stunde bis Stunde wird man sicherlich brauchen, um sich hier mal sein gewünschtes Aussehen zu finden. Man kann natürlich auch nochmal zurückgehen und sich die ganzen anderen Klassen in ihrer vollen Pracht ansehen und jetzt zum Beispiel einen männlichen Priesterbösewicht erstellen. Ganz lässige Frisuren aus dem 21. Jahrhundert, auch hier wieder mit Gesichtstattoos. Oder ganz kurz, schnittig mit einer Narbe, die aussieht wie ein Tattoo oder umgekehrt. Ja, Haare statt Glatze oder Glatze statt Haare. Also bei der Charaktererstellung wirklich alles möglich.
Hier kann man sich auch noch verschiedene Equipments anzeigen lassen, wie man zum Beispiel nackig aussieht oder wie man aussieht mit einer epischen Ausrüstung. Ja, aber ich gehe jetzt einfach mal zurück zu meinem Account, zu meinen Charakteren und dann geht's richtig los. Hier sind wir nun bei meinem alten Account. Das Spiel gibt es schon 2 Jahre, aber wie gesagt, die Free-to-Play-Umstellung ist erst kürzlich vonstatten gegangen. Das Spiel kann man jetzt über Gameforge in Europa kostenlos online spielen, ohne dabei irgendwelche Einbüßungen machen zu müssen. Also ich habe jetzt ein Free-to-Play-Modell und man sieht schon hier, ich habe einige Charaktere, einige auch am High-Level. Das heißt, man hat hier praktisch kaum Einschränkungen. Die kann man sich hier alle mal der Reihe nach ansehen. Die sind immer sortiert danach, wann man mit welchem Charakter zuletzt eingeloggt hat. Hier mein Level 55er Assassin, Level 55 Gladiator, ein kleiner Beschwörer, einen Templer haben wir auch noch, sowie eine Klerikerin, eine Heilerin, eine Kantorin, das ist ein Buffer, das heißt, die bezaubert durch Verstärkungszauber. Dann die Zauberin, die typische Magierin und hier eben ein Jäger. 8 Charakterplätze, so viele kann man erstellen. Allerdings ist mein Account jetzt ein Veteranen-Account, da ich ja schon früher mal diesen Account hatte im Abo-Modell. Als Free-to-Play-Spieler hat man eben zum Beispiel, das ist auch die größte Einschränkung, man hat nur 2 Charakterplätze. Das heißt, wer mehr Plätze haben möchte, muss dann eben auf ein ganz normales Abo upgraden. Und eben wie gesagt, die Spieler, die schon von Anfang an Ion gespielt haben, können jetzt in der Free-to-Play-Version dann auch 8 Charaktere haben. So, das ist das Spiel. Atemberaubend ist schon mal die Grafik des Games. Also nicht nur bei den Charaktermodels an sich und zum Beispiel den Waffen. Die schauen ja heutzutage in so gut wie jedem MMORPG schon recht episch aus. Aber auch in der Umgebung, im Map-Design, im Level-Design an sich. Diese türkisen Pfeile, sage ich jetzt mal, sind die Quests. Ich wurde gefragt, ob ich ein gratis MMORPG kenne, welches sehr storylastig ist und eine sehr tiefgehende Story hat. Und da habe ich gleich mit Ion geantwortet. Man sieht schon hier, wie gesagt, jedes von diesen Icons ist mindestens eine Quest. Wenn ich mich hier mal umschaue, allein in diesem kleinen Lager hier auf der Karte Theobomos, da gibt es schon einige Quests und das Spiel, wenn ich jetzt mal zum Beispiel zu einer Quest hingehe, ist komplett vertont, auch in deutscher Sprachausgabe. Das heißt, nicht nur beim Zaubern der Spells und beim Annehmen der Quest zum Beispiel, reden die Questgeber in deutscher Sprache, sondern praktisch einfach überall, wo man sich irgendwie nur vorstellen kann. Hier haben wir eine Anschlagtafel, da kann ich auch ein paar Quests annehmen. Ja, hier sind zum Beispiel Piraten gesucht. Also kleine Names. Ja, wie gesagt, mein Charakter Level 46 Jäger. Und mit dem bin ich jetzt hier in dieser Zone und dabei ein paar Quests zu lösen. Im Interface haben wir hier ganz unten die Erfahrungspunkteleiste. Hier habe ich 3 Slots für meine Hotbars, denn man bekommt im Laufe des Spiels sehr viele Spells. Es gibt dafür aber keine Mounts, also man kann... Ja, man kann nicht auf ein Reittier aufsteigen. Generell ist in Ion einiges etwas anders als in anderen Spielen. Dafür kann man zum Beispiel, jawohl, man kann fliegen. Fliegen ist nicht so ganz die Wahrheit, man kann schweben. Und in manchen Gebieten, in entsprechenden Gebieten kann man fliegen. Das funktioniert aber nicht überall. Also ich packe hier meine Flügel aus, habe hier unten meine Leiste, die grün aufgefüllt ist, wie lange ich noch fliegen kann und kann dann zum Beispiel aus riesigen Distanzen nach unten schweben. So, jetzt hole ich mir doch einfach mal einen Gegner her, um nebenbei auch noch das Kampfsystem zu demonstrieren. Also, ich habe hier verschiedene Skills, die auch unterteilt sind, dann noch in so Chains, also in Ketten zu Deutsch. Das heißt, ich verwende einen Spell und kann dann in der Folge, wenn ich einen bestimmten weiteren Spell ausführe, löse ich praktisch so eine Chain aus und die kann ich jetzt zum Beispiel hier anklicken, Giftpfeil Nummer 3 oder auch direkt hier in der Leiste und dadurch werden dann bestimmte Special-Angriffe aktiviert. Man merkt auch schon hier, wenn ich mich nicht ganz so ins Zeug lege, dann ziehen die Gegner auch schon einiges an der Lebenspunkte ab.
Das heißt, das ist hier nicht wirklich so ein leichtes Spiel, wie man vielleicht glauben möchte. Und jetzt kann ich den Loot einsammeln. Die Gegner leuchten dann, beziehungsweise die Leichen der Gegner leuchten dann immer so schön blau, wenn man hier noch nicht reingesehen hat, und kann sich dann zum Beispiel seinen Loot abholen. Also alles recht anders. Genauso wie das Inventar. Da hat man keine Beutel oder Taschen oder Rucksäcke, wo ich mir sowieso denke, wie kann ein MMORPG-Held eigentlich 35 Rucksäcke mit je 100 Plätzen herumtragen? In Ion sind das hier so sogenannte Zauberwürfel. Ich habe hier verschiedene Würfel, wo ich meine Items platzieren kann. Das heißt, man hat praktisch einen magischen Würfel und durch den kann man auf magische Art und Weise die Items verkleinern und dann hier so tragen. Dass es keine Mounts gibt, wird damit kompensiert, dass man ganz einfach umherfliegen kann. Ich habe hier 16 Millionen China und die Reise zu diesem Gebiet hier oben kostet mir zum Beispiel nur 3200 China. Jetzt packe ich meine Flügel aus und transportiere dort extrem schnell hin. Also ich bin hier in wenigen Sekunden praktisch durch eine halbe Zone gleich geflogen. Und die Karte einer jeden Zone, die deckt sich erst auf, wenn man jetzt hier hingeht. Zum Beispiel, hier ist noch alles grau unterlegt. Bin ich jetzt auf diesem Pfad und bin im neuen Point of Interest, wird die Karte also automatisch aufgedeckt. Und ich bekomme Zugriff auf sämtliche Dinge, was es hier zum Beispiel für Instanzen gibt. Die Risse, die erwähnten PvP. Dann welche Quests es momentan hier gibt, ob irgendwo Händler sind, Postkästen, Agenten, Teleporter und so weiter und so fort. So, und in wenigen Sekunden bin ich auch schon hier. Hab praktisch eine Reise hier jetzt durch die ganze Zone gemacht und bin im nächsten Gebiet. Voraussetzung war natürlich, dass ich da schon einmal gewesen sein muss, denn sonst könnte man ja einfach als Level 1er, wenn man das Geld hat, von dem Gebiet ins letzte Gebiet fliegen. So, jetzt demonstriere ich doch ganz einfach nochmal schnell. Vorher werfe ich mir noch einen Heiltrank ein. Das Fliegen. Oh yeah, das macht doch richtig Spaß. Normalerweise hätte ich hier nie im Leben nach unten mich bewegen können. Da hätte ich um die ganze Zone laufen müssen. Aber durch die Fliegenfunktion, man sieht, ich kann noch sehr lange fliegen. Fliege ich jetzt einfach mal ganz lässig hier durch die halbe Zone. Und ja, entdecke hier jetzt gleich ein neues Gebiet auf. Genau, das Dirmoital. So, das sind jetzt andere Gegner. Ich fliege hier auch gleich ganz tollpatschig in einen neuen Gegner hinein. Man muss bedenken, ich war jetzt schon, naja, gut 2 Jahre gibt es das Spiel schon. Längere Zeit, sage ich jetzt mal, sachte ausgedrückt, nicht mehr aktiv in dem Spiel. Kann man jetzt auch nochmal direkt den nächsten Mob ranziehen. In der Zone, in der ich jetzt bin, das ist so gut wie, naja, eine der wenigen Ausnahmen, gibt es kein PvP. Normalerweise hat man aber fast in so gut wie jeder Zone auch Open PvP und neben Instanzen und extra dafür angefertigten Schlachtfeldern, möchte ich sie jetzt mal nennen, kann man eben wirklich überall, wo man auch immer ist, gegen andere Spieler kämpfen und diese zum Beispiel aus dem Hinterhalt angreifen oder als Gruppe gegen eine andere Gruppe. Ja, da hockle ich mich doch jetzt gleich mal hin, denn wenn man das nicht tut, dauert es recht lange, sofern man keine Tränke oder andere Heilmittel einwirft, bis sich der Charakter wieder auffüllt, aber mit dem Beistrich, also auf der Tastatur, die Beistrichtaste, da hockelt sich dann der Charakter so ganz lässig hin und frischt seine Trefferpunkte und Mana-Punkte wieder ganz schnell auf. Ion ist ein so umfangreiches Spiel, dass sich da locker tausende Let's Plays ergeben könnten. Ich werde mit diesem Video jetzt mal anfangen und mein Bestes geben. Mal schauen, wie weit ich komme und mal schauen, ob ich mich hier noch in den riesigen, umfangreichen Interfaces hier zurechtfinden werde. Wer Bock auf das Spiel hat, wie gesagt, nochmal die wichtigen Key Facts. Das Spiel ist jetzt komplett kostenlos, erfordert allerdings eine, wer hätte es gedacht, Installation am PC, ein Client-Download. Den kann man sich auf der offiziellen Website oder auch von Gameforge herunterladen. Das Spiel ist sehr auf PvP ausgelegt, das heißt, wer vorhat, nicht gegen andere Spieler zu kämpfen, der ist schon mal in diesem
Game auf jeden Fall falsch. Ansonsten hat das Spiel wirklich alles, was man sich von einem Online-Rollenspiel nur wünschen kann. Plus viele, viele, viele eigene Features und Funktionen, wie eben die Ketten und so weiter und so fort. Also ich bin schon mal gespannt, wie weit ich jetzt hier noch komme. Und dann bis zur nächsten Ausgabe von Let's Play Ion.